Also ein Labyrinth ist schon wirklich geheimnisvoll und sehr spannend. Ja, wie kommt man am schnellsten durch das Labyrinth durch, beziehungsweise durchs Ziel? Ja, was hat das Ganze mit Ameisen zu tun? Und das seht ihr im folgenden Video. Ja, und das hier, das ist unser Ameisenlabyrinth, unser Ant-Maze. Ja, wofür ist das gut? Was kann ich damit alles machen? Es wird einfach zwischen eine bestehende Ameisenanlage gesetzt, also zwischen Nest und den Futter- bzw. Arena-Bereich. Das Labyrinth ist also kein Nest, sondern dient zur Beobachtung der steuerbaren Wegstrecken zum Futter. Es gibt drei mögliche Wege, ja, also einen direkten Durchgang, das wäre jetzt die kurze Strecke, dann eine mittellange Strecke und dann eine ganz lange Strecke. Jede dieser Wegstrecken lässt sich durch einen kleinen Schieber versperren. So könnt ihr beobachten, wie lange die Ameisen brauchen, wenn zum Beispiel die kurze Wegstrecke geschlossen wird und sie dann halt diese lange Wegstrecke nehmen, ja, dann müssen sie ja alles erstmal wieder erkunden. Dann umgekehrt, wenn ihr die kurze wieder öffnet, dann könnt ihr schauen, wie lange brauchen die Ameisen, bis sie dann wieder die kurze Wegstrecke nutzen. Das ganze Labyrinth, das ist auch wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Also wirklich hier die ganzen Kanten, alles ist schön poliert. Ihr habt hier auch nochmal die Zugänge, die könnt ihr öffnen und schließen. Das heißt, wenn ihr mit dem Projekt starten wollt, könnt ihr das mal zulassen, dann öffnen und erst dann rennen die Ameisen rein und können das Ganze dann inspizieren. Zusätzlich habt ihr auch die Verschraubung, auch diese sind sehr schön durchsichtig, transparent. Ja, ihr könnt das Ganze halt betrachten. Damit ihr ein bisschen Kontrast habt, haben wir die Bodenplatte hier aus einem weißen Kunststoff gemacht. Das Ganze ist anzuschließen über diese Buchsen. Das heißt, wir haben das in zwei Größen, in der Größe M und einmal in der Größe L. Also es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Probiert es einfach mal aus, vielleicht freuen sich ja die Ameisen, wenn sie auch ein bisschen Abwechslung auf der Suche zum Futter haben. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.